Entschuldigung. Ich bin sehr beeindruckt, weil ich das erste Mal in einem solchen Rahmen hier überhaupt spreche und das ist nicht einmal geplant. Erst einmal freue ich mich ganz besonders über die vielen verschiedenen, unterschiedlichen Menschen, weil ich gesehen habe, dass im Internet schon diskutiert wird, dass es sich hier um extremistische Verhandlungen handelt. Aber radikal sind sie schon. Radikal kommt aus dem lateinischen Radix und Radix heißt die Wurzel. Und wir müssen die Probleme an der Wurzel fassen und nicht einfach nur an der Oberfläche zupfen. Liebe Freunde, was eigentlich richtig ist, die Emotionen gehen sehr hoch und die Zeitqualität ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer heutigen Zeit. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir auch das Richtige zur richtigen Zeit machen und nicht das Richtige zur falschen Zeit, denn dann ist es plötzlich das Falsche geworden. Wir dürfen das nicht unterschätzen. John F. Kennedy hat das Richtige gemacht, aber zur falschen Zeit. Martin Luther King, einer der wichtigsten Menschen auf dieser Erde, hat das ganz Richtige gemacht, aber zur falschen Zeit. Alle haben interessanterweise ein ähnliches Schicksal. Ich möchte ungern mich dort einreihen müssen. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich in Kanada lebe. Und ich bin erst nächste Woche dran und ich werde nächste Woche versuchen, mal die Grundlagen darzustellen. Und zwar ein wenig verhaltener, nicht aufrüttelnd, aufputschend, denn das sind relativ schnelle Strohfeuer. Und Strohfeuer kommen und gehen. Es macht wenig Sinn, wenn wir uns einmal hochpushen und dann plötzlich sackt es zu Hause wieder ab und alle sind dann plötzlich wieder allein. Und dann fällt man wieder in den täglichen Frust zurück. Das ist eins der Hauptprobleme. Und deshalb bitte ich euch, euch auch mit Dingen zu beschäftigen. Bildet euch. Ich meine wirklich bilden. Von gebildet. Ich gehe den Begriff Ausbildung, übrigens ist ein wunderbarer Begriff, es ist also aus mit der Bildung. Und ich kenne unglaublich viele Ausbildungen. Ich muss ja diese Leute machen, dann haben wir auch keine Rückkopplung. Okay, ich muss näher ans Mikrofon, dann gibt es keine Rückkopplung, ich esse das Ding hier auf. Meine Damen und Herren, also Aus- und Bildung ist eine komische Kombination. Ich spreche lieber vor gebildeten Menschen als vor ausgebildeten Menschen. Denn die haben es schon meistens hinter sich, durch das Expertentum. Es gibt immer mehr Leute, die immer mehr von immer weniger wissen. Wir reden über Demokratie, aber keiner weiß, was das ist. Ich war gerade in Russland. Ich habe mich gerade mit Personen gesprochen, die direkt in der Duma vorhanden sind und auch Einfluss nehmen. Ich war gerade in Österreich, ich bin in Kanada, ich bin viel auf der Welt unterwegs und habe auch mit sogenannten hochrangigen Politikern zu tun. Und man stellt fest, dass der Kenntnisstand dort eben halt sehr unterschiedlich ist. Wir dürfen nicht unterscheiden die Politiker nach Parteien, sondern wir müssen sie unterscheiden in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, ich nenne sie mal die Parlamentsfüllmasse, ich meine das nicht angegriffen, die ist so harmlos, dass sie das Problem nicht im Ansatz verstehen und auch das System nicht und aus diesem Grunde auch niemals gefährden können. Das dürfte die große Masse sein. Ein kleiner Teil ist aber so gerissen, dass er das System für sich nutzt. Und das ist das Problem, mit dem wir zu tun haben. Meine Damen und Herren, das fängt damit an, dass wir wissen müssen, was ist eigentlich Demokratie? Übrigens, im Grundgesetz steht nicht drin, dass wir in einer Demokratie leben, sondern wir leben nach demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik. Oh, wir kennen den Unterschied. Da fängt es nämlich leider schon an. Und ich möchte euch, Sie bitten, sich mit diesen Themen wirklich definitiv auseinanderzusetzen. Geht auf unsere Seite wissensmanufaktur.net. Wir sind unkommerziell, also das kann ich sagen. Wir verkaufen keine Räumerdecken, keine Autos und auch nichts. Und wir verkaufen auch keine Adressen, denn ich bin damit durch. Ich war mal ein ehemaliger Unternehmer. Ich war mal einer von den anderen. Bis ich es verstanden habe und dann bin ich ausgestiegen. Wir Menschen gehören zusammen. Deshalb freue ich mich,
wenn wir so unterschiedliche Menschen sind, das ist kein deutsches Problem, kein europäisches, sondern ein Problem dieser Welt. Die Amerikaner sind meine Freunde, aber ich meine nicht die US-Administration. Das ist ein großer Unterschied, meine Lieben. Die Russen, die Franzosen, die Engländer, sie sind unsere Freunde, aber das hat doch nichts mit der City of London zu tun oder mit der Königin. Das hat damit nichts zu tun. Die Amerikaner leben in Zelten und werden ausgebeutet. Ich weiß, wo das ist, ich komme aus Nordamerika. Wenn auch in Kanada, das ist eine Etage höher. Aber, also höher von der Grafik. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass Tilly, ist er schon da? Ich mache gerade nur die Lückenbüßung. Ist er schon da, der? Okay, alles klar. Das war ja natürlich nicht geplant. Für mich ist es wichtig, wir müssen eben halt nicht unterscheiden nach Hautfarbe, nach Herkunft oder auch nach Religion. Jeder ist mir willkommen, egal wie er ist, egal welcher sexuellen Neigung er angehört, solange er nicht anfängt zu missionieren und andere zu belästigen und in ihrer Freiheit einzuschränken. Das ist für mich sehr wichtig. Ich wusste das gar nicht. Das ist wirklich spannend. Es ist viel entspannter, als ich erwartet habe. Ich war schon ein bisschen aufgeregt, ein ganz kleines bisschen, weil ich das eben sonst nicht kenne, weil ich spreche sonst in geschlossenen Räumen und da ist auch relative Ruhe, aber hier ist ja auch relative Ruhe. Ich merke ja, man hört zu. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Demokratie. Deme, das kommt aus dem Altgriechischen und heißt das Dorf. Das heißt, Demokratie hat als ersten Halbbegriff die Deme, das Dorf, das heißt die Regionalität, die Kleinheit, die Autarkie, Familie, Sippe, Dorf. Das kommt aus dem Altgriechischen. Das ist doch fast ein Vortrag, aber das ist wichtig, dass wir das wissen. Denn Demokratie kann nur im Kleinen funktionieren. Und Demokratie ist nicht, dass das Volk herrscht, sondern das Volk lediglich die Macht hat. Wir müssen dort sehr, sehr deutlich unterscheiden in diesen Details. Auch wenn das alles immer relativ langweilig teilweise klingt für die Menschen, weil sie sagen, was diskutiert ihr über die Situation? Kratin heißt übrigens, das ist von der zweite Teil von Demokratie, heißt eigentlich übersetzt den Wagen ziehen. Das ist ein selbstverwaltendes Dorf, ein sich selbstverwaltendes Dorf. Das heißt, wir müssen endlich auf Regionalprinzipien umschwenken. Wir müssen aufhören, das Thema Nationalität zu diskutieren, sondern das Thema Regionalität einzuführen. Das ist nicht so negativ besetzt. Ich glaube, dass wir ein sehr kleines Zeitfenster zurzeit haben, denn im Moment ist es außerordentlich dramatisch auf dieser Erde. Die Japaner lassen ganz einfach bei TEPCO dort 400.000 Liter oder was auch immer einfach in den Pazifik reinlaufen. Es ist einfach unglaublich, was dort abläuft. Die Quelle dort unten im Golf von Mexiko, wenn dieses Horizon oder wie das Ding heißt, das läuft wahrscheinlich auch noch immer. Keiner weiß so wirklich, was läuft. Sie haben Atomkraft. Das ist die teuerste Energieform der Erde. Die teuerste und nicht die billigste. Was ist mit Tschernobyl? Tschernobyl hat ein Problem. Da muss jetzt ein neuer Sarkophag raus. Er hat eigentlich von dem günstigen Strom partizipiert. Das war der alte Brezhnev. Den können wir jetzt die Rechnung für einen neuen Sarkophag an den Grabstein tackern. Ja, wunderbar. Und hier genau liegen die Probleme. Woran liegt das? Weil die Menschen eben halt nicht ihr Leben selbst in die Hand nehmen, sondern sich steuern lassen. Führer brauchen in jeder Form. Ich bin auch bekennender Nichtwähler. Aber nicht, weil ich sage, Wählen an sich wäre schlecht. Nein. Es müsste nur Wahlen geben. Dann würde ich auch wählen. Der Weg nach oben korrumpiert die Menschen. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, auch in der heutigen gängigen Politik. Ich kenne viele Abgeordnete, hier sowohl in Berlin als auch in anderen Ländern. Und wissen Sie was? Die meisten sind verzweifelt. Die Parlamentsfüllmasse ist nicht glücklich, das sind nicht unsere Gegner.
Das sind die Leute, die verzweifelt sind und selbst nicht mehr weiter wissen, die irgendwann entnervt aufgeben oder einfach gehen. Und wenn wir sie wählen, dann haben wir genau dasselbe. Wir sollen jetzt in die EU, wir sollen die EU wählen, das EU-Parlament, man nennt es Parlament. Ich dachte, in einem Parlament sind gewählte Leute. Dort sitzen Leute, nicht einer ist gewählt. Das ist ein Abschiedekreis für abgehalfterte Politiker, die man weggeschoben hat. Und die vertreten heute nichts anderes als die große Lobby des Kapitals. Wir müssen einfach erkennen, dass unglaublich viele Menschen sehr, sehr verarmen, während eine ultra kleine Gruppe immer mehr verreicht. Ich bin in Ländern gewesen, wo es Armut und Reichtum gibt, in Südamerika zum Beispiel in sehr starker Form. Da geht man beispielsweise nach Sao Paulo. Dort geht man in Armutsviertel rein, wo man Menschen sterben sieht. Das ist nicht leicht. Das ist auch nicht leicht durchzustehen. Und das berührt einen emotional zutiefst. Und man denkt, um Gottes Willen, ich möchte hier nicht leben. Und dann geht man in die reichen Viertel. Und dann stellt man plötzlich fest, überall große Mauern. Und überall sind irgendwelche spanischen Reiter oben drüber. Und keiner traut sich raus, weil man Angst hat vor den Übergriffen aus den Armutsvierteln. Und dann stellt man fest, hier möchte ich auch nicht leben. Und dann wird das ganz logisch und das fällt dann wie von Schuppen von den Augen. Wenn wir alle halbwegs vernünftig, sogar ganz rational rangehen. Wir können uns zwar mit irgendeiner Konsumverstopfung über den Last des Alltags hinwegtäuschen lassen, aber doch nicht auf Dauer. Die Dekadenz macht nämlich genauso wenig glücklich. Die Leute sind genauso kaputt und brauchen genauso die Hilfe. Bloß sie verstehen auch selbst nicht das System. Das ist das Problem. In der nächsten Woche möchte ich gerne auf diese Themen ein bisschen eingehen. Und es wäre schön, wenn alle pünktlich sind, weil ich fange um 6 Uhr einfach an. Deutsche Pünktlichkeit. So sein, dass dort, es wird kein Pushen sein, das soll es nicht sein. Ich bitte jetzt nicht diesen Tauben um mich zu bilden, denn das ist sehr belastend zum Teil. Das war nicht böse. Ich möchte, dass jeder von euch, von Ihnen, sein eigenes Ich entdeckt, seine Stärke entdeckt. Ich möchte nochmal auch hier für die Polizei, die dort drüben steht. Das ist mir außerordentlich wichtig. Ich kenne selbst sehr viele Leute auch auf der Polizeiebene. Die meisten sind nicht glücklich. Und zu Recht, weil sie sehen, welche Ungerechtigkeiten dort laufen. Sie sind geschult worden auf Recht und Unrecht und stellen fest, nichts von dem tritt nachher ein, wo man mal irgendwann mit Euphorie an seinen Job rangegangen ist. Wie ein Mediziner, der Leute heilen will und eigentlich nur noch Papierkrieg macht von morgens bis abends. Aber der Einzige, der stört, ist der Mensch. Wie in der Politik, das ist unser Problem. Okay. Liebe Freunde, das war ein ganz kurzer Exkurs. Ich danke euch fürs Zuhören, gebe an den Lars wieder zurück und auch einen großen Applaus für den Lars für diese tolle Veranstaltung. Wenn alle fertig sind, ist die Veranstaltung eh beendet. Fragt mich Fragen, redet miteinander und wie gesagt, in 5 Minuten geht's weiter. Vielen Dank. Ja.